Dritte Liga live auf Telekom Sport. Präsentiert von bwin. Nach dem 2:1-Erfolg auf dem Betzenberg ist die Stimmung in Cottbus prächtig. Damit die Energie auch erhalten bleibt, muss der erst 18-jährige Leon Steiner für den verletzten Kapitän Stein ins Wasser springen. Pünktlich zur Pflichtspielpremiere beider Teams ist allerdings auch Petersen Chato in Hochform. Einer von 6 Ex-Lausitzern im Kader der heutigen Blue Man Group aus Lotte. Cottbus sehr passiv und Lotte setzt die ersten Nadelstiche. Matovila nicht immer sicher im 1 gegen 1, auch diesmal nicht. Cavena fällt, doch der bekommt nicht den Elfmeter. Und hier sehen wir, da hätte man durchaus auf den Punkt zeigen können. Glück für Energie Cottbus. In der Folge groovt sich Lotte so richtig ein. Wieder Cavena mit einem tollen Pass. Wegkamp gegen Spajic. Spajic ist der Sieger. Die bosnische Torwart-Tradition wird also weitergeführt. Nicht Tomislav Piplica ist es, sondern Afto Spajic mit der tollen Parade. Pele Volic diesmal etwas entspannter, aber die Miene sieht nicht so zuversichtlich aus. Er ahnte da wohl, dass irgendwas in der Luft liegt. Lotte wieder vom Tor und diesmal gibt es die Quittung. Der Elfmeter für die Sportfreunde und Viviana Steinhaus hat auch gar keine andere Möglichkeit, als hier auf den Punkt zu zeigen. Holthaus kommt zu spät. Die Aufgabe vom Punkt, also für Maximilian Oster-Hellwig. Und der löst sie auch mit Bravour. 1:0 für die Sportfreunde. Spajic ohne Chance, das 4. Saisontor. Das war die 1. Hälfte und die 2. folgte zugleich. Da musste man sich warm anziehen und anschnallen, denn die wahren Highlights kamen erst später. Wir steigen ein mit Al-Hasaimis. Solo durch die Abwehr der Cottbusser. Weidlich fliegt ins Nirvana und Wegkamp ist völlig frei und sagt Dankeschön. 2:0 für die Sportfreunde Lotte. Weidlich tatsächlich ohne Kontakt zu Boden gegangen. Kein Foulspiel, richtig entschieden von Steinhaus. Und die Führung wird ausgebaut durch Gerrit Wegkamp, den Neuzugang vom VfL Aalen. Cottbus durch Standards gefährlich. Das ist doch so eine Waffe. Vielleicht mal über Marcelo de Freitas. Und genau so ist es. Der Brasilianer nicht mit Jorge Bonito, sondern mit der etwas gröberen Variante zum Anschlusstreffer. Holthaus, der hat das 1:0 auf dem Gewissen gehabt. Jetzt mit der Flanke. Da macht er also wieder etwas gut. Lotte wird zum Kontern eingeladen. Cavena. Und dann diese Aktion von Scheithauer. Die Ampel geht auf Orange, wenn nicht sogar auf Rot. So wie der hier reingeht, muss er eigentlich vom Platz fliegen. Gelb, also äußerst glücklich für den ehemaligen Bundesliga-Profi. Viele individuelle Fehler schlichen sich in das Spiel ein. Wieder Holthaus, wieder Wegkamp und Weidlich erneut mit so einer Flugeinlage. Und erneut ist es ein Elfmeter. Weidlich, der Weltenbummler. Cottbus bereits ein 11. Verein, auch mit enorm viel Glück. Das ist eigentlich die Verhinderung einer klaren Torschuss. Steinhaus verzichtet auf die Mehrfachbestrafung. Und der Ewig ist falsch. Diesmal ist der Bosnier auf dem Posten. Der schlüpft in die Rolle des Stuntmans und pariert diesen Elfmeter. Da macht er sich richtig lang. Eine ganz tolle Aktion. Vorteil für Energie Cottbus. Nochmal die letzte Möglichkeit, 88. Minute, da ist Geisler und jetzt kann man das Popcorn holen. Was für ein Abschluss, genau in den Winkel, so musst du das machen. Mamba eingewechselt, aber ziemlich unauffällig. Kruse powerte sich irgendwie durch und Geisler mit dem 2:2. So musst du erstmal abschließen. Ja, ist ganz cool, dass wir das Ding noch zu unseren Gunsten hier drehen konnten oder einen Punkt mitgenommen haben. Auf jeden Fall war es halt wichtig, dass wir auch unsere Fehler, die wir in der ersten Halbzeit gemacht haben und dann teilweise auch in der zweiten, wieder mit Moral und mit Geschlossenheit wettmachen können. Und das haben wir ganz gut geschafft. Wir haben eine lange Busfahrt nach Hause und es tut mir einfach leid, dass wir uns heute nicht belohnen konnten und dass ich den Punch dann nicht gesetzt habe. Letztlich kannst du auf dieser langen Busreise zurück doch nur einen Punkt mitnehmen. Das ist irgendwie zu wenig, auch für Energie Cottbus. Aber die Moral stimmt.